Was bleibt dir eigentlich von deiner Rente aus deiner privaten Rentenversicherung am Ende des Tages übrig? Darum soll es in dem Video gehen und ich werde dir einen Trick verraten, wie du es schaffst, deutlich mehr aus deiner Rente rauszuholen, wenn du das Video bis zum Ende dir anguckst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 14 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt bin ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater tätig. Das heißt, jeden Tag kommen Menschen auf mich zu mit den verschiedensten Verträgen rund um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Immer mit der Frage, ob es sich lohnt, weiter einzuzahlen oder ob es andere, bessere, mögliche Alternativen gibt. Und viele Menschen, die auf uns zukommen, haben natürlich schon irgendwelche Renten- und Lebensversicherungsverträge, worauf sie uns dann fragen, ob das sich denn lohnt, hier weiter einzuzahlen. Und wir rechnen diese dann immer durch. Und eine Betrachtungsweise bei dem Thema ist natürlich, wie viel bleibt am Ende des Tages eigentlich übrig? Das heißt, wir machen jetzt gleich mal ein Fallbeispiel anhand von beispielsweise 1.000 Euro, die jemand monatlich aus seiner Rente rausbekommt. Und wir rechnen mal aus, was das eigentlich bedeutet, was da am Ende des Tages übrig bleibt. Wir werden also einmal das Beispiel gemeinsam durchrechnen und dann zeige ich dir gleich, welche Möglichkeiten du hast, das Ganze zu optimieren. Also wir sagen jetzt mal, du hast eine private Altersvorsorge, die dir 1.000 Euro monatliche Rente verspricht. Wir reden jetzt nicht darüber, dass viele Verträge Hochrechnungen enthalten, die gar nicht realistisch sind, dass die oft nicht eingehalten werden und dass es eben häufig leider der Fall ist, dass deutlich weniger rauskommt, sondern wir reden jetzt einfach mal davon, dass du meinetwegen deine Rente gerade erreicht hast und die Rentenversicherung sagt dir, es gibt jetzt 1.000 Euro. Du bist als Beispiel 67, das ist ja das Standard-Renteneintrittsalter und bekommst jetzt eben diese Informationen über 1.000 Euro monatliche Rente. Jetzt muss diese Rente ja irgendwie versteuert werden. Ich denke mal, das kannst du dir vorstellen. Bei dem Eintrittsalter 67, und das ist der entscheidende Punkt, gibt es eine sogenannte Ertragsanteilbesteuerung. Das heißt, es wird von den 1.000 Euro pauschal 17% werden genommen als Ertragsanteil. Da gibt es eine Tabelle, die besagt, je nachdem, wann ich in Rente gehe, habe ich einen bestimmten Ertragsanteil. Je später ich in Rente gehe, je kleiner ist der Ertragsanteil, je eher ich in Rente gehe, je höher. Bei 67 ist der standardisiert auf 17%. Das heißt also, 170 Euro in dem Fall ist also der Ertragsanteil. Und diesen Ertragsanteil muss ich dann mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern. Jetzt hängt es natürlich davon ab, welche weiteren Einnahmen du noch hast. Vielleicht hast du noch Einnahmen aus der gesetzlichen Rente, vielleicht hast du auch Immobilien, Vermietungseinnahmen etc. etc. Unterm Strich sagen wir jetzt mal, du hast einen gesamten Steuersatz von ungefähr 25%. Nehmen wir jetzt mal 25% Durchschnittssteuersatz an. Das heißt, du hast auf diese 170 Euro deinen persönlichen Steuersatz anzurechnen von eben 25%. Wir rechnen also einmal aus, 170 Euro, davon 25%, also mal 0,25 und kommt zu dem Ergebnis, dass das Ergebnis dann bei 42,50 € liegt. Das heißt, du hast 42,50 € Steuern zu zahlen. Dementsprechend wissen wir im Umkehrschluss, bleiben also von den 1.000 Euro übrig 900 47,50 € an sogenannter Nettorente. Das ist also der Betrag, der aus so einer Altersvorsorge dann netto du zu erwarten hast. Wir reden jetzt hier explizit von einem Vertrag aus der sogenannten dritten Altersvorsorgeschicht. Der ist sozialversicherungsfrei, weil du ja hier entsprechend über die Jahre eingezahlt hast, und zwar aus deinem versteuerten und Sozialabgaben belasteten Einkommen. Und dementsprechend fallen auf diese 1.000 Euro keine Sozialabgaben mehr an. Anders sähe das natürlich aus, wenn die 1.000 Euro beispielsweise aus einer Riester-Rente bzw. aus einer betrieblichen Altersvorsorge herauskommen. Da wäre es so, weil du dort ja Sozialabgaben frei gespart hast, wie du vielleicht weißt, fallen dort dann die Sozialabgaben auf die Rente auch noch an. Haben wir in dem Beispiel nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier 947 Euro. Jetzt haben wir aber folgende Thematik. Und zwar, in der Regel bekommst du diese Rente bei den Rentenversicherungen, das ist grundlegend bei Rentenversicherungen identisch, solange du lebst. Also eine lebenslange Rente. Jetzt kann man sich also ausrechnen, wenn man jetzt mal ganz grob sagt, du lebst 20 Jahre lang, könnte man also einmal sagen, bei 947 Euro mal 12 mal 20 Jahre hast du also 227.280 Euro an Gesamtrentenauszahlung. Würdest du natürlich vorher versterben, endet die Rentenauszahlung und das Ganze ist erstmal abgebrochen und der Vertrag ist beendet.
Jetzt gibt es natürlich Verträge, die haben eine sogenannte Rentengarantiezeit. Das kann von 5 bis maximal 30 Jahre gehen, je nach Anbieter, je nach Tarif. Bedeutet, mal angenommen, du würdest jetzt 15 Jahre diese Rente beziehen und du hast eine Rentengarantiezeit von 20 Jahren, dann würden noch 5 weitere Jahre die Rente gezahlt werden an die entsprechenden Hinterbliebenen, sofern es welche gibt. Spätestens nach 20 Jahren, solltest du eben innerhalb dieser Zeit versterben, hört dann in unserem Beispiel die Rente auf und das Restkapital, was unter Umständen noch im Vertrag drin ist, fließt dann zum Versicherer. Wenn du also sehr, sehr, sehr alt wirst, deutlich über 90 oder über 100, kannst du davon durchaus sehr gut profitieren. Jetzt müssen wir aber einmal einen Schritt zurück machen. Wir müssen uns einmal angucken, was für ein Kapital ist denn ungefähr erforderlich, was für ein Vertragsguthaben, um überhaupt 1.000 Euro Rente zu bekommen. Dabei müssen wir einmal über den sogenannten Rentenfaktor sprechen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Der Rentenfaktor besagt aus, wie viel Euro bekommst du pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Und der liegt in der Regel so zwischen 20 plus minus Euro. Bedeutet, hast du einen Vertrag, wo jetzt beispielhaft nur 10.000 Euro drin sind, bekommst du für diese 10.000 Euro Vertragsguthaben zum Rentenbeginn etwa, sagen wir mal, 20 Euro monatliche lebenslange Rente. Um aber 1.000 Euro hier rauszukriegen, wie wir hier ansetzen, müssen wir also einmal rückwärts rechnen, was wäre denn dafür erforderlich, wie viel Vertragsguthaben im Vertrag drin sein muss, damit dort eben 1.000 Euro rauskommt, wenn wir mal einen 20 Euro Rentenfaktor ansetzen. Das heißt, wir müssen einmal rechnen, 1.000 Euro durch 20 mal 10.000. Und dann ist die Antwort, du brauchst ein Vertragsguthaben von 500.000 Euro, damit dort eine monatliche Rente bei einem Faktor von 20 Euro pro 10.000 logischerweise entsprechend rauskommt. Jetzt ist natürlich die weitere Unbekannte, wie sind diese 500.000 Euro entstanden? Wenn du jetzt 500.000 Euro aufgrund einer schlechten Altersvorsorgewahl selbst zusammengespart hast und durch Rendite nichts entstanden ist, dann ist das natürlich ein äußerst ungünstiger, blöder Fall, weil du ja hier keinen wirklichen Wachstum hattest. Kleiner Hinweis an der Stelle, viele, viele Verträge, die wir prüfen, die teilweise 20 Jahre oder länger laufen, haben leider eine Nullrendite. Die meisten Leute haben ein kleines Minus, manch einer ein kleines Plus. Aber die richtig dicken Renditen haben die Leute in der Regel in diesen Verträgen, die lang laufen, nicht. Gehen wir also mal davon aus, dass diese 500.000 Euro jetzt durch entsprechend viele Einzahlungen, die Rendite lassen wir mal außen vor, das war jetzt nur ein Hinweis für dich, entstanden ist. Wenn wir jetzt also sagen, es kommt monatlich 947 Euro raus, dann können wir einmal ausrechnen, indem wir sagen, 500.000 ist das Vertragsguthaben und 947 Euro und 50 Cent kommen hier monatlich netto raus. Und wenn ich das Ganze, also 500.000 durch 947,50 durch 12 rechne, dann habe ich folgendes Ergebnis. Und zwar lautet das Ergebnis 43,9. Was heißt das jetzt? Hier steht, fast 44 Jahre musst du in Rente sein, damit du mit der monatlichen Rente diese 500.000 Euro rausbekommen hast. Wenn du also mit 67 in Rente gehst, plus 44, dann musst du 111 Jahre werden, damit du über die monatliche Rente das Kapital, was zum Rentenstart in der Geldanlage drin ist, ausgezahlt bekommen hast. Und wenn wir jetzt noch davon reden, dass natürlich die Inflation dazu führt, dass diese 947 Euro von der Kaufkraft her auch immer weniger Wert haben, müsstest du noch länger leben, bis du deine 500.000 Euro, die im Vertrag drin sind, auch ausgezahlt bekommen hast. So kalkulieren die Versicherer, so makaber das klingt, die kalkulieren natürlich mit gewissen Sterbetafeln und ziehen ein Geschäft daraus und machen ein Geschäft damit, dass du natürlich irgendwann verstirbst und dann aus Sicht der Versicherung bestenfalls noch einige Zehntausende, Hunderttausende Euro übrig bleiben, die dann bei der Versicherung bleiben. So ist das normale Vorgehen bei den klassischen privaten Rentenversicherungsverträgen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das hatte ich dir anfangs gesagt, nenn es mal einen Trick, den du anwenden kannst, wie du unterm Strich mehr daraus ziehst. Und zwar, wenn du der Versicherung gegenüber, und das muss man bei Vertragsabschluss schon vereinbaren, einen Rentenbeginn definierst, der nicht auf 67 liegt, sondern zum Beispiel auf 85 Jahre, dann signalisierst du der Versicherung gegenüber, dass du erst mit 85 Jahren in Rente gehen möchtest. Das heißt, bis 85 zahlen die dir erstmal von sich aus nichts aus. Jetzt gehst du natürlich im echten Leben nicht mit 85 in Rente, sondern sagen wir mal auch mit 67. Der Trick ist jetzt aber der, dass du nicht die Versicherung die Rente kalkulieren lässt. Wie wir gerade gesehen haben, kalkulieren die sehr, sehr konservativ. Sondern du kalkulierst die Rente selbst.
Das heißt, du hast zum Beispiel ebenfalls deine 500.000 Euro im Topf, das belassen wir mal identisch, und du holst dir jetzt jährlich, sagen wir mal, 3% dieser Summe aus der Geldanlage heraus. Wir rechnen das einmal aus, 500.000 Euro, davon 3% sind 15.000 Euro. 3% gleich 15.000. Macht also auf den Monat runtergebrochen 1.250 Euro brutto. So, dieser Betrag ist jetzt ein Bruttobetrag. Das heißt, den können wir mit den 1.000 Euro gleichsetzen. Wir sehen aber schon mal, wir reden hier über 250 Euro mehr. Jetzt wird dieser Betrag aber etwas anders versteuert. Und zwar wird zu dem Zeitpunkt der Entnahme, sagen wir jetzt mal auf monatlicher Ebene, von 1.250 Euro geguckt, wie viel Vertragsguthaben ist im Vertrag drin und wie viel davon hast du selbst bezahlt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Geldanlage durch diese 500.000 Euro rein entstanden ist durch dein fleißiges Sparen über die Jahre und keinerlei Gewinn entstanden ist, hast du hierauf genau keine Steuer zu zahlen, weil ja hierbei kein Gewinn entstanden ist. Wir gehen jetzt aber mal nicht davon aus, dass das Ganze sich so schlecht verzinst hat, sondern wir machen mal ein Extrembeispiel. Wir sagen mal, du hast dein Geld verdoppelt. Das heißt, du hast bei 500.000 200.000 eingezahlt, 250.000 eingezahlt und 250.000 sind durch Gewinn entstanden. Das heißt, du hast ein Verhältnis von 50-50. Das bedeutet, die steuerliche Berechnung sieht dann wie folgt aus. 1.250 ist die gesamte Rente bzw. die monatliche Entnahme. Die Hälfte davon ist erstmal steuerfrei, weil sie ja durch deine angesparten 250.000 entstanden ist. Das heißt, die Hälfte davon bleibt übrig, die dann entsprechend steuerlich zu berücksichtigen ist. So, demnach reden wir hier von 625 Euro, die übrig bleiben. Jetzt ist es so, je nachdem, wie diese Geldanlage aufgebaut ist, wenn du zum Beispiel in Aktienfonds oder ETFs investierst und hier einen Aktienanteil von mindestens 50% hast, was man durchaus hinkriegen kann und auch immer noch im Rentenalter Sinn machen kann, dann hast du einen Freibetrag von 15%. Das heißt, wir können 15% Freibetrag von den 625 wiederum abziehen. Und dementsprechend bleiben dann noch 85% dieser Summe übrig. Das sind dann noch 531 Euro und 25 Cent. Wenn du jetzt zwei Voraussetzungen erfüllst, und zwar erstens, dass diese Geldanlage länger als 12 Jahre gelaufen ist und du zum Auszahlungszeitpunkt älter als 62 Jahre bist, wovon wir in unserem Beispiel ausgehen, darfst du diese Summe nochmal durch zwei teilen. Das ist das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Teilen wir also die Summe durch zwei, dann bleiben noch 265 Euro und 63 Cent übrig, die dann zu versteuern sind. Und darauf hast du dann wieder deinen persönlichen Steuersatz. Nehmen wir jetzt wieder mal die 25%, die wir eben auch schon hatten. Und hierbei siehst du, die Steuerlast sind dann minus 66 Euro und 40 Cent. Bedeutet also, von deiner Entnahme von 1.250 Euro zahlst du nur 66 Euro und 40 Cent an Steuern. Bedeutet, von deinen 1.250 Euro als Bruttoentnahme bleiben dir nach Abzug der 66,40 Euro Steuern 1.183 Euro und 60 Cent übrig. Und das ist, wie wir ja vergleichen können, mit den 947 Euro schon mal hier einiges mehr. Wir reden hier von mehr als 200 Euro mehr. Der riesige Vorteil liegt aber darin, dass du dieses Kapital dir entsprechend monatlich ausschüttest. Und das Ganze bis 85 wir jetzt wieder durchrechnen. Das heißt 1.183,60 mal 12 mal, sagen wir jetzt einfach, so wie eben auch, über 20 Jahre. Das ist zwar dann mit bis 87, aber um es vergleichbar zu machen, genau wie eben, dann hast du eine Gesamtausschüttung nicht von 227.000, sondern von 284.064 Euro. Das heißt, wir reden hier mal eben über ja, ungefähr 50.000 Euro mehr netto, die dir zugeflossen sind. So, der große Clou dabei kommt aber jetzt erst. Wir haben ja eben gelernt, bei der klassischen Verrentung mit dem Ertragsanteil bekommst du die Rente, solange du lebst. Wenn du verstirbst, gibt es vielleicht noch eine Rentengarantiezeit, wo deine Hinterbliebenen noch von profitieren, aber dann hört das Ganze auf. In dem Modell ist es aber so, du gehst ja gar nicht offiziell in Rente der Versicherung gegenüber. Somit bleibst du die ganze Zeit Eigentümer über das Kapital. Und je nachdem, wie viel du rausnimmst und wie deine Geldanlage im Rentenalter noch Rendite erwirtschaftet, nimmst du beispielsweise bei 3% vorsichtig kalkuliert nur die Erträge heraus, die diese 500.000 Euro abwerfen.
Bedeutet also, die 500.000 Euro bleiben statisch die ganze Zeit stehen. Und du hast zum Beispiel mit 85, wenn dann du offiziell in Rente gehst, die Möglichkeit, dir die dann komplett noch auszahlen zu lassen. Das heißt, neben diesen 284, die wir haben, kommen dann nochmal hier unten plus 500.000 Euro dazu. Und wenn du das zusammenrechnest, ist das natürlich abstrakt mehr, als würdest du in die klassische Verrentung gehen. Das soll dir jetzt einfach mal einen kleinen Eindruck geben, was für Möglichkeiten es gibt und was für kleine Hebel es gibt, wie dramatisch sich dein Vermögen in der Zukunft verändert, je nachdem, welchen Weg du einschlägst. Und das ist eben eine Sache, die muss man von Anfang an mit berücksichtigen und verstehen. Natürlich gibt es Variablen dabei. Man könnte jetzt sagen, man schafft es vielleicht, eine Rendite von 4 oder 5% abzuholen. Man holt aber weiterhin nur 3% aus der Geldanlage heraus. Wozu führt das? Das führt dazu, dass über die gesamte Rentenzeit 1-2% auf 500.000 Euro in der Geldanlage drin bleiben. Was natürlich dazu führt, dass über die 20 Jahre Rentenzeit nicht 500.000, sondern vielleicht 800.000 Euro entstehen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, was soll ich mit 800.000 Euro mit 85? Bedeutet im Umkehrschluss, du kannst vielleicht auch mehr als 3% rausnehmen. Oder du kannst vielleicht zwischendurch mal eine Einmalsumme rausnehmen, weil du dir mit 70 vielleicht ein kleines Segelboot kaufen möchtest. Du hast also einfach hier viel, viel, viel mehr Möglichkeiten und bist viel freier in deiner Gestaltung und kannst viel mehr mit deinem Geld machen. Das ist das, was ich dir damit sagen will. Wenn du also den Rentenbeginn auf ein späteres Alter legst, hast du bis dahin mehr Flexibilität. Und das sind einfach Beispiele und ist ein Beispiel dafür, was für Möglichkeiten bestehen beim Geldanlegen, worauf du achten solltest, weil es dir in der Zukunft eben deutlich mehr Endvermögen, mehr Freiheit, mehr Lebensqualität und mehr Sicherheit gibt. Diese Dinge und noch viele, viele weitere kleine Stellschrauben und Kniffe haben wir auf Lager und können wir dir entsprechend erklären, um dir dabei zu helfen, deinen Vermögensaufbau schneller voranzubringen. Wenn du möchtest, mach es wie Tausende vor dir auch. Buch dir einfach mal einen kostenlosen ersten Termin. Wir machen das Ganze seit vielen, vielen Jahren und haben schon sehr vielen Menschen dabei geholfen, ihren Vermögensaufbau zu optimieren und besser zu verstehen, ein besseres Gefühl dabei zu haben und einen Plan zu erstellen, überhaupt auf den grünen Zweig hinten rauszukommen. Und das wünsche ich mir für dich auch. Dementsprechend buch dir mal einen kostenlosen ersten Termin auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Informier dich über uns und dann lass uns doch mal persönlich über deine Situation sprechen und dir aufzeigen, an welchen Stellen es hier noch bei dir Hebel gibt, das Ganze zu verbessern. Also, ich freue mich auf dich. Bis bald, dein David.